Freunde, Meet and Greet vorbei. Jetzt geht es ins Gym. Wir sind geladene Gäste heute in einem nicht geöffneten Studio, Underground Gym. Hoppe ist auch da. Ein bisschen schmal geworden. Kriegst du gleich was zu essen? Ich brauche unbedingt was zum Aufladen, aber ich sehe. Sag kurz, das wird da trainiert. Hinten. Hier, wer ist noch da? Stell dich kurz vor hier. Wer bist du? Hey, du musst doch was sagen, Alter. Wir trainieren heute Rückenbizeps. Also Markus, seine Schwäche. Ich dachte, ich zeige ihm heute mal, wie man Bizeps kurz macht. Edwina, ist das dein Trainingsoutfit für heute, oder? Ja. Sie hat gesagt, sie redet entweder so oder nackt. Oder nackt. Hat sie gesagt. Okay, gut. Das ist oldschool. Was? Bist du da? Das ist oldschool. Markus? Das ist oldschool. Wir haben hier die Ehre von meinem Kumpel Tilo. Der hat es uns hier organisiert. Mitten in Basel, ziemlich nah bei mir am alten Club. Gibt es hier, wie soll ich das sagen, ein Paradies? Hier sind so viele geile Sachen. Wir haben jetzt das Problem, dass wir eigentlich nur zwei Muskelgruppen trainieren. So ein bisschen Arme und ein bisschen Rücken. Ja. Aber eigentlich gerne alles trainieren. Ach, lasst euch einfach überraschen. Hier wird einfach geschwitzt. So. Auch schwitzt. Geil. Hast du das noch? Geil. Richtig geil. Noch nie gesehen, aber bestimmt geil. Schau mal, eine Bizepsmaschine. Alter. Tilo, alleine deswegen würde ich ihr herziehen. Vielen Dank, dass wir hier. Ach was. Ich hab hier extra meine. Guck mal, hast du das gesehen? Das sind sogar zwei verschiedene Paar Schnürsenkel. Digi, läuft bei dir anders. Ja, ich dachte, ich muss den Markus mitzählen. Markus, zeig mal kurz das geile Shirt. Sag kurz was dazu. Wann kommt das in den Shop? In 3 Wochen ist das Ding online. Wie ihr seht, ist es mal ein komplett anderer Schnitt, auch ärmelfrei. Was mir ziemlich gefällt, ist, dass es ein bisschen über die Schulter geht. Farbe oder den Wash-Look, den muss man mögen oder nicht. Ich mag ihn. Hinten drauf ist mal nichts, ist auch fresh. Sag ich auch noch fresh. Schneid es raus, fresh. Erstmal ein bisschen Werbung machen für Massive Salt Grab hier so. Kannst du auch für Garnicus schön raushauen? Ja, ich habe irgendwie nichts von Garnicus dabei, außer mein Shake oder wo auch immer das. Den hast du im Auto gelassen. Schade natürlich. Und können wir am Ende noch reinhauen. Ich wollte einen Shoutout machen an die Lara, ist eine treue Followerin von mir. Aber auf jeden Fall liebe Grüße gehen raus. Das Training geht heute auf dich, die Lara. Du darfst es eigentlich nicht filmen, was ich jetzt in der Hand habe. Und man sieht es wegen dem Shake. Und ich habe eine Geheimwaffe. Wunderwaffe mit groß. Guck mal, ich glaube, was für die Rückengeräte wir haben. Nein. Latt. Geil. Trinken wir auf, Markus? Trinken wir auf? Ja, hau dir mal 400 Milliliter rein. Die machen wir auch. Die da hinten machen wir. Und da haben wir noch eine Übung für den Bizep und für den Trizep. Und dann gehen wir wieder essen. So, also wir haben ja schon erzählt, wo wir sind und was auf dem Plan steht. Jetzt fangen wir an mit der Standardübung. Latissimus ziehen. Der macht schon vor. Er macht für meinen Geschmack. Geht er etwas zu weit nach hinten, aber ich denke, er wird seinen Grund haben. Letztendlich funktioniert alles. Muss gerade bleiben, meinst du, aufrecht? Ja, aber das ist. Jeder einer macht ja, so. Ja, Markus soll mich heute einfach mal komplett fertig machen im Gym. Nee, hab's das immer gleich gelassen. Ja. Markus, du kannst mal kurz was sagen hier zum Danny, weil alle sagen immer, boah, der sieht ja doch ganz schön groß und breit aus. Das sieht nicht immer dünn aus. Das Problem hatte ich auch. Dadurch, dass man Danny ja noch von hier kennt, so, wird man nicht meinen, dass der Kerl erstmal fast 2 Meter groß ist. 105 Kilo schwer, in einer recht guten Form. Also, der hat nicht nur was im Köpfchen, sondern auch im Ärmchen. So, und die Protagonisten, die hinter uns rumtanzen, das hier und die hier, die kann nicht reden. Aber das werden wir heute beibringen. Du kannst auch deine Muttersprache mit mir sprechen. Kann ich. Ja, wie geht's dir heute? Super. Das ist deine Muttersprache. Sag mal, Markus, dein Tag zu Zugriffen? Jetzt, wo ich meine Griffhelfen schon anziehe? Ja. Weil ich bin auch so ein. Bin ich ein Friesenfreund von? Ich bin richtig schwach, was Griffkraft ist. Ja, ich auch. Schon beim zweiten, dritten Satz. Das ist so schlimm ist bei mir nicht, aber ich habe keine Kraft in den Händen. Könnte schon, aber ich spüre es noch nicht mehr im Rücken. Deswegen hat man die erfunden. Ja. Also sagst du, alles gut? Voll, voll.
So, aber Danny, machen wir drei Arbeitssätze einfach schon. Ja. Und der letzte ist ein Reduktionssatz. Drop. Drop. Cool. Merkst du das? Unsere Wunderwaffe. Pumpe. Ja? Ja. Vor allem mal beim Bizeps wieder. Ja. Direkt. Ja, machen wir heute auf jeden Fall noch eine Bizeps- und eine Trizepsübung. Ja. Am Schluss. Also, jetzt kommt der erste richtige Arbeitssatz. Heiko. Nee, der ist noch nicht für dich. Der ist noch nicht für dich. Und alles erreicht. Danny, erster richtiger Satz jetzt. Auf 10 sagst du, ja? Auf 10. Versuchst du so sauber wie möglich zu bleiben? Yes. Und ich helfe dir mit seinem. Der ist sauber, genau. 2. 3. 4. Geil. 5. Genau, bleib sauber. Ich bin da. Bleib sauber. 6. Ja, ja, genau so. Geht noch allein. Gut. 7. Zieh. 8. Zieh. 9. Komm, noch 2. Egal, das ist 11. Komm. 1. Komm, zieh runter. Komm. Sauber. Gut. Ja, wie man sieht, Frauen machen während dem Training keine Geräusche. Falsch. Die hören nicht mal atmen. Ich zeig's nochmal, wie man atmet. Das ist nur zum Aufwärmen. Du merkst 130 wieder. Ja. Ich hab mal gehört, da musst du kein Kandidat. Nee. Nicht mit Sonderschüler, ich kann auch nicht wirklich zählen. Das ist der zweite Arbeitssatz von Benni. Und danach haben wir noch einen Dropsatz. Komm, Digga. 6. Ganz allein. 7. Nee, komm, runter. 8. Komm, 2. Komm. Easy. Ja. Sauber. Gut. Gut. Was ist? Dann war ich fertig heute. Aber gut, Punkt. Alleine. Alleine. Komm runter. Komm runter. So. Hey, Emil, das war für dich. Wenn du jetzt Pump richtig im Bizeps bekommst, merkst du, dass der Rücken wahrscheinlich einfach nicht genug arbeitet. Richtig. Aber das kriegen wir nachher bei den anderen Übungen. Ja, das ist ja so jetzt die erste Ego-Übung sozusagen. Und ein bisschen weniger Gewicht, ein bisschen konzentrierter, aber jetzt heißt es erstmal pumpen wie ein Maikäfer. Los geht's. Influencer. Okay. Hinterzimmerberichterstatter, die sie mich auch benutzt. Wer hat denn sowas gesagt? 7. Jetzt rum. Ganz runter. Hier. Ganz allein. Runter. Komm. Und noch eine. Komm. Und runter. Ja. Sauber. Mal leicht anfängt. Ja. Und dann immer sich langsam hochsteigen. Genau. Gefühl reinbekommen. Richtig. Die Bewegung. Deswegen habe ich jetzt erstmal eine Platte drauf gemacht. Ja. Ich kenne die Maschine nicht. Ich weiß nicht, wie sie sich anfühlt. Mache ich lieber ein bisschen länger. Ich mag die Hammerstrength, die Low Rock gerne. Die sehen ähnlich aus. Sollen wir mit dem Rissgriff oder magst du hier an dem Hebel? Dann machst du hier latlastig machen mit dem Eng. Ja. Ist für Markus sein Kanal, ja? Ja. Ja? Ja. Ja, der aus dem Off, der schläft immer ein bisschen. Ja, der Kanal schläft tatsächlich ein bisschen. Und das aber, weil Markus seinen Finger nicht aus dem Arsch kriegt. Ja, das ist, weil der Finger ist so dick und das Arsch ist so eng. Wir müssen echt wieder mehr machen. Aber sag, wenn es wieder losgeht, wann? Ich bin ja so der Vorbereitungstyp, ne? Wenn, dann brenne ich erst richtig. Allerdings, wie beim Podcast vielleicht schon erwähnt gehabt habe, sollte ich in der Offseason genauso brennen. Ja, hat der Roman einen guten Satz gebracht zum Justin.
Aber. Du musst den Gynäkos-Podcast anhören. Ja, müssen wir mal angucken. Ich brenne auch die ganze Zeit. Unter der Sonne. Das Gute ist, Markus ist gleich groß. Deswegen müssen wir die Maschine nicht umschieben. Ja. Markus sogar so nett. Wenn wir hier quatschen, macht er einfach die Gewichte alles drauf. Da sieht man, dass er sich für nichts zu schade, was unter anderem daran liegt, dass er noch nicht IFBB Pro ist. Dementsprechend kann er es auch noch nicht im Instagram-Namen haben. Und da muss man noch Dienstag. Da muss man seinen eigenen Job noch selber machen. Genau. Und gegebenenfalls noch freundlich sein. Auch noch. Ja, fällt mir schwer. Machst du das dann auch, wenn du IFBB Pro bist, dann Markus Hoppe underline IFBB Pro? Oder? Ja! Oder? Ja, voll, Mann! Also ja, ich mein, Mann. Darauf trainiere ich jetzt seit 20 Jahren. Und mit den Apfellingen. Da kann das so klappen, Digi. Das wird. Das wird. Also, immer. Das kommt von mir hin. Wir sind am Trainieren. Ernsthaft und so. Und normalerweise kenne ich das von zumindest meinem Mädchen nicht anders. Guck mal, was ist da für eine Scheiße. Hey! Was ist das? Pause. Ich habe euch beobachtet. Ja, also der letzte Satz war vor 17,5 Minuten. Scheiße. Von was? Von Rebo. Auf. Ich weiß nicht, ob ihr alle da draußen noch Akku kennt. Eine Legende des Kraftsports, um auch zu demonstrieren, dass keine Fake Weights sind. Dass ihr Bescheid wisst. Das sind 80 Kilo. Kein Symptom im Spiel. Auf geht's, Keule. So wie es gehört. Bikini hat richtig Gewicht drauf. So hat CrossFit und Powerlifting mal angefangen. Den da? Sagst du? Ja, die Kaugummi-Dinger. Wahnsinn, hier gibt's Mäuse. Ne, hat irgendeiner mal vorgehabt. Immer Mäuse. Okay, Rudern jetzt das letzte Mal nicht gesehen. Ja, einarmiges Rudern alleine, selber. Jetzt haben wir die hier noch gesehen. Ich würde sagen, es ist ein bisschen abwechslungsreich. Licht ist besser. Machen wir da einfach noch 4 Sätze. Also ein, zwei Aufwärmen, 3 Arbeitssätze. Und ein einarmiges Rudern. Okay. Mal die Hose mal schön. Also wenn es zu schwer ist, sag ich's. Hoch und ein bisschen Brust dahin, ein bisschen Brustwirbelsäule an. Okay. Dass es genau dahin geht, weil es irgendwie die Schulter zentriert. Ja. Ich mache auch diese, kennst du Y-Raises? Ja. Kurzhanteln, ja. Schrägbank, drauflegen, bisschen abschützen hinten. Und dann ziehen. Quasi hoch und jedes Mal beim Hochgehen hebst du ein bisschen die Brustwirbelsäule an. Ah. Und du kriegst da echt so einen Pump im unteren Nacken. Das soll unfassbar gut für die Schulter Beine und auch wahrscheinlich für deine Schulter sein. Okay, muss auch probieren. Stehst du da drauf? Ja. Und dann die Beine oben richtig einklemmen. Hast du jetzt drauf 60? 60, ja.
Lad ein bisschen mehr vor. Ja. Das ist es. Markus. Ja? Ich hab gelogen. Wie gesagt, vor 57 Stunden, mehr geht nicht. Ich habe ein Schätzchen gefunden. 80er? 80. 80 Kilo. Also Gewichte für mich sind auch da. Markus braucht noch mehr eigentlich. Nee, ohne Scheiß, wie viel hast du gerudert schon? Ich ruder mit. Was hatten die im Gym 52? Max? 50 Kilo. Echt? Mhm. Ja, aber dann machst du halt 15 Wiederholungen sauber. 25. Und der Rücken wächst auch so, aber ich. Hier kann man gucken. Was hast du schon Max gerudert? Oh. So eine 100er mein Rang? Nee. Ja, da 80. 80 auf Reps. Ja. Aber ist lange her. Lange. Kannst du heute probieren. Machen wir da nicht Vollgas. Fürs Video kannst du ein paar 80er. Nee. Ja, gerne. Nein. Ihr habt proniert. Oben geht ein bisschen zusammen, manchmal zumindest. Wie er gesagt hat, viele Wege führen nach oben. So wie sie es am besten anfühlt. Ja. Das ist mir wahrscheinlich zu schwer, aber eine 8er kriege ich da wahrscheinlich auch hin. Ach, ich sehe. Und was geil ist bei ihm, ist der sehr, sehr lange Kopf. Ja. Das heißt, wenn er eindreht, dann ist da nicht diese Riesenlücke, sondern genau richtig. Also doch, verlorener Bodybuilder. Ganz easy, ganz alleine. Ganz alleine, ganz. Wollen gar nichts machen. Okay. Jawohl. Jawohl. Hopp. Hopp. Sauber. Danny, du hast sogar Fans, guck. Groovies, yes. Leider noch nicht. Also ich habe jetzt gerade den kleinen Hinweis bekommen von meiner Freundin, ich soll mit den Wiener mal ein Trainingsvideo machen. Ich steige noch nicht ganz dahinter warum, aber den Gefallen mache ich beiden. Warte, wir zeigen es euch, okay? Ja. Ja. Ah, ich verstehe. Du einen Unterschied. Ich verstehe schon. Ich habe schon gesehen. Okay. Ja. Konzentriere dich stark. Und los geht's. Okay. Ich werde mit Edwina nicht trainieren. Markus arbeitet mit Symptomen. Auch nochmal. Man sieht sogar schon, wenn man ein bisschen überlegt, sieht man schon, dass es sogar echt wenig Fett an seinem Arsch ist. Ja. Ich mache normalerweise zwei Pull-Tage die Woche. Einmal Beine auf jeden Fall. Und manchmal nur so einen zweiten Beintag. Deswegen mache ich eigentlich immer nur drei Übungen Rücken. Dafür lieber nochmal einen zweiten Tag nochmal mit drei Übungen Rücken. Deswegen vier Übungen mache ich eigentlich nie. Nee? Ich habe Push-Pull, Beine, Push-Pull. Ja. Und eventuell nochmal einen zweiten Beintag, wo ich wirklich so das kaputte Bein aufkriege. Hast du noch nie mit so einem Fünfer-Split oder so? Doch, ganz am Anfang. Ja. Brust, Bizeps, Rücken, Bizeps, Schulter, Nacken, Beine. Ja. Ich mache immer nur eine Muskelgruppe. Arme. Brust, alleine Beine. Okay. Das wäre ja bis zu einer 60er, die ich schon mal in der Hand hatte. Alter. Direkt noch ein Trizepssatz hinterher. Da geht jetzt die Ästhetik lang, da müssen wir. Sind die alle noch streifen? Und 10. So, ja, das war klar. Das passt schon. Thank you.
Ready. So, also, wir haben es geschafft. Danny hat sich besser geschlagen als ich, würde ich sagen. Nein, besser als du dachtest. Nee, nee, nee. Ich habe dich nicht unterschätzt. Edwina verzieht sich schon wieder, weil sie Angst hat, ich würde sie in irgendeinem Gespräch konfrontieren oder mit einbinden, was ich niemals tun würde, weil ich genau weiß, dass sie nicht so gerne vor der Kamera spricht. Dennoch, die letzten Worte, bevor sie an Edwina gehen, gehen an Danny. Danny, hast dich gut angestellt. Danke. So solltest du mehr von dir zeigen. Wir sind der Meinung, mehr vom Danny aus Organikus. Aber das sind wir. Komm gerne mal runter. Ja. Machen wir wieder ein neues Video. Danny. Mal einen Push-Day vielleicht. Ja, ja, ja. Hauen wir ja. Rein, bis zur Schulter. Bis genau. Los. Und was jetzt auf dem Plan steht, das erzählt uns der Edwina. Jetzt gehen wir essen. Ja, hier rein, hier rein, hier rein. Hervorragend. Jetzt gehen wir essen. Besser geht's gar nicht. Johnny ist schon im Kaufkoma. Ja, ein Schritt nach dem anderen. Bei Johnny, ohne jetzt irgendwie sexistisch oder was zu reden, bei Johnny sieht man auf jeden Fall, er ist zwischen den beiden besser ausgestattet als wir.